Jürgen Klopp geht in seine zweite volle Saison als Liverpool-Coach. Die Ausrede, die Spieler hätten seine Philosophie noch nicht ganz verinnerlicht, zählt also nicht mehr. Und so beliebt der deutsche Coach in Liverpool auch ist, die Reds-Fans sehnen sich nach dem Premier League-Titel. Und daran wird sich Klopp messen lassen müssen. Und deshalb kam auch das Vorgehen auf dem Transfermarkt relativ überraschend. Alle rechneten mit Investitionen in der Abwehr, da die doch relativ deutlich die Schwachstelle der letzten Saison war. Doch erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Denn die einzige wirklich große Investition, die die Reds tätigten, war Mohamed Salah. Der Ägypter kam für 42 Millionen vom AS Rom. Wie also stellen sich die Reds jetzt auf, um in der Premier League angreifen zu können? Wir schauen mal aufs Taktikbrett. So sehr ich Loris Karius auch mag, in Liverpool war er bis dato nicht vom Glück verfolgt. Nach einer starken Saison in Mainz wurde er letztes Jahr als Nummer 1 für den wackeligen Mignolet geholt. Als er sich von seinem Handbruch auskuriert hatte, reichte es für 10 Spiele mit 12 Gegentoren und zum Teil haarsträubenden Fehlern. Wobei dieser Frisur wohl nicht mal haarsträubend etwas anhaben kann. Seitdem ist also Mr. Butterfinger Simon Mignolet wieder gesetzt. Und das trotz großer Schwächen im Spielaufbau und Anfälligkeit bei hohen Bällen. Da aber auch Mignolet immer wieder für ein paar Patzer gut ist, können wir hier definitiv mit etwas Bewegung rechnen. Denn Loris Karius ist nicht nach Liverpool gekommen, um rumzusitzen. Auf der Position des Rechtsverteidigers führt kein Weg an Nathaniel Clyne vorbei. Der englische Nationalspieler ist schnell, zweikampfstark und passsicher. Nur eines ist er derzeit leider nicht. Fit. Und diese Chance ließ sich ein ganz junger Mann nicht entgehen. Der 18-jährige Trent Alexander-Arnold spielte sich in der Vorbereitung mehr und mehr in den Fokus, nicht zuletzt durch ein Traumtor gegen Hoffenheim. Und ist derzeit die erste Option auf Rechtsverteidiger. Und trotzdem, ist Nathaniel Clyne fit, müsste viel passieren, dass er nicht spielt. Die Geschichte der Innenverteidigung ist relativ schnell erzählt. Dejan Lovren und Joel Matip sind gesetzt. Und sollten die sich verletzen, dann wird's doch eher eng. Die vermeintlich dritte Option, Mamadou Sakho, wurde nämlich den ganzen Sommer über in Europa angeboten und weckte wirklich kaum Interesse. Und sollte der auch noch ausfallen, dann wird's sehr, sehr dünn. Die nächste Option ist nämlich Ragnar Klavan und der 20-jährige Joey Gomez. Das dürfte auch der Grund sein, warum Liverpool seit Monaten mit Southamptons Virgil van Dijk in Verbindung gebracht wird. Der Holländer möchte seinen Verein wirklich gerne verlassen und wird außerdem noch mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. Sollte Klopp seinen Wunschspieler tatsächlich bekommen, wäre er wohl neben Matip gesetzt. Nächste Position, nächste Baustelle, Linksverteidiger. Nachdem Alberto Moreno eine maximal durchschnittliche Saison gespielt hatte, stand auch er im Sommer auf der Abschussliste. Wollte auch keiner so richtig. Wäre aber auch blöd, denn im Liverpool-Kader mangelt es an Alternativen. Andrew Robertson, den Klopp für 9 Millionen von Hull City verpflichtet hatte, scheint sein Vertrauen noch nicht so ganz gewonnen zu haben. Und so wird der ewige James Milner zur Option. Den hat Klopp, wie zu Dortmunder Zeiten Kevin Großkreutz, nämlich vom Mittelfeldspieler zum Außenverteidiger umgeschult. Egal wer der spielt, die Idealbesetzung sieht anders aus. Deshalb war auch Jeremy Toljan lange im Gespräch. Doch der geht nun wohl zum BVB. Und jetzt wird es spannend. Jürgen Klopp vertraut vermutlich auf ein flexibles Dreier-Mittelfeld. Zentraler Bestandteil dessen? Philipp Coutinho. Ich muss euch nicht sagen, wie gut und wichtig der Brasilianer für das Spiel ist. Sollte er bleiben, hat er die alleinige Kontrolle über das Spiel. Und da liegt das Problem. Er hat mehr als deutlich gesagt, nicht mehr für Liverpool auflaufen zu wollen. Und das würde ein riesiges Loch in die Mannschaft reißen. Ist der Brasilianer also weg, stellt sich das Mittelfeld vermutlich so auf. Die defensive Zentrale besetzt der Deutsche Emre Can. Physisch stark und inmitten der Entwicklung zu einem echten Box-to-Box-Player ist Can die Lunge des Liverpool-Spiels. Unermüdlich in beide Richtungen und mit steigender Torgefahr ist er elementar in Klopps System. Auch das Juventus-Interesse dürfte sich nach deren Verpflichtung von Matuidi zerschlagen haben. Was Liverpool auch auszeichnet, ist die große Flexibilität im Mittelfeld. Die drei Mittelfeldspieler rotieren während des Spiels untereinander eigentlich die ganze Zeit. Das einzig Wichtige dabei ist, Emre Can oder der nächste junge Mann müssen immer die Sechs besetzen. Jordan Henderson. Als sehr kompletter Spieler mit leichten Mängeln im Abschluss rotiert er während des Spiels gerne mit Emre Can. Henderson ist der wichtigste Ballverteiler im Zentrum und sichert bei Cans Sturmläufen häufig ab. Der dritte Mann im Zentrum sollte eigentlich Adam Lallana sein. Der 29-jährige, gelernte Flügelspieler, blühte unter Jürgen Klopp richtig auf und nutzt jede Gelegenheit, um zu erzählen, wie sehr er den Deutschen schätzt. Allerdings dürfte der den Großteil der Hinrunde mit einer Oberschenkelverletzung ausfallen, was uns zu diesem jungen Mann führt. Jorginho Wijnaldums Kompetenzen liegen, wie die von Lallana auch, glasklar in der Offensive. Letzte Saison trug er 6 Tore und 9 Vorlagen bei. Defensiv ist er jedoch manchmal wilder als sein Nachname. Aber nicht, dass mir nachher jemand überrascht ist, wenn Wijnaldum die meisten Spiele gemacht hat im Mittelfeld. Denn wenn er eins bewiesen hat, dann dass er unglaublich robust und verletzungsunanfällig ist. James Milner kann hier notfalls natürlich auch spielen. Der Serbe Marco Grujic allerdings ist eher ein Perspektivspieler. Die Offensive ist natürlich das Prunkstück der Reds. Und eins sage ich schon mal vorneweg. Wenn ihr bei FIFA 18 wieder gerne schnell spielen wollt und kontert, und wer um Gottes Namen will das nicht, dann ist Liverpool euer Team.
Denn diese Offensive ist unglaublich antrittsstark, unglaublich schnell und trippelstark ohne Ende. Auf links ist Sadio Mané gesetzt. Der Senegalese ist technisch stark, torgefährlich und zieht mit dieser Kombination unglaublich viele Fouls. Und wenn ihr euch meine Beschreibung gemerkt habt und die ganz einfach mal auf die rechte Seite übertragt, dann habt ihr seinen Gegenpart, Mohamed Salah. Und der ägyptische Neuzugang legte direkt mal los wie die Feuerwehr. Ein Tor, eine Vorlage beim Premier League Debüt und beim Audi Cup einer der dominantesten Spieler. Der einzige Ersatz für den rechten Flügel wäre derzeit wahrscheinlich Lazar Markovic. Doch der hat keinen sonderlich guten Stand bei Jürgen Klopp. Na, da kommt's doch gerade wie gerufen, dass sowohl Mané als auch Salah eigentlich jede Position in der Offensive spielen können. Dasselbe gilt übrigens auch für Divock Origi. Der junge Belgier wird von Jürgen Klopp aber für gewöhnlich eher im Zentrum eingesetzt. Und da gibt's einiges an Konkurrenz. Beispielsweise Daniel Sturridge. Der pfeilschnelle Mittelstürmer kann eigentlich alles auf dem Feld. Gut, Kopfbälle mal ausgenommen und vor allem fit bleiben. Und ja, ihr erratet es, auch derzeit ist er wieder verletzt. Und deshalb spielt im Zentrum ein alter Bekannter. Nein, nicht James Milner. Roberto Firmino. Der Ex-Hoffenheimer ist zwar eher ein Typ hängende Spitze, aber was sollst du machen, wenn dein Stammstürmer immer verletzt ist und die einzige Alternative Danny Ings heißt? Zeit für ein kleines Fazit. Liverpools Offensive hat das Potenzial, jeden Gegner zu überrennen. Wenn es allerdings etwas körperlicher wird, dann stehen Klopps Leichtgewichter vor einer größeren Aufgabe. Das Mittelfeld ist sehr solide und Emre Can wird mit seiner unglaublichen Physis und der wachsenden Torgefahr und dem wachsenden Spielverständnis immer wichtiger für Klopps System. Die Abwehr ist und bleibt aber das Sorgenkind von Liverpool und ich glaube, für Fans gibt es da nur zwei Lösungsansätze. Der erste, richtig Geld investieren und der zweite, beten. Jetzt seid ihr aber gefragt. Sagt mir, ob die Aufstellung so stimmt? Wenn nicht, was sollte ich anders machen? Und viel wichtiger, was denkt ihr, was kann Liverpool dieses Jahr reißen? Reicht es für die Meisterschaft? Kommen sie in die Champions League? Sagt es mir in den Kommentaren und wenn ihr dabei seid, lasst noch ein Abo da.